Hallo, ihr wundervollen Eisrollerinnen und Eisroller da draußen. Heute habe ich etwas Leckeres, und zwar den Eistee vom YouTuber Julian Bam. Siehst du, hier ist er drauf. Und da machen wir heute Eisrolls. Und deshalb legen wir gleich los und let's go. Zuerst einmal öffnen, ist echt klar, sonst kriegen wir hier nicht viel raus. Ich wollte mal riechen, wie der schmeckt. Moment. Ja. Riecht richtig gut, bin schon gespannt. Dann werde ich jetzt ein wenig auf die Eisplatte leeren und mache daraus zuerst einmal ein Slush-Eis und dann möchte ich das erst mit dem Premix verbinden. Jetzt gebe ich mal alles ein wenig zusammen und warte, bis es gefriert. Währenddessen könnt ihr gerne mein Video liken, kommentieren, teilen und natürlich meinen Kanal abonnieren. Herzlichen Dank dafür. Jawohl, wird schon langsam die richtige Eiskonsistenz. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Eis alleine sicherlich auch sehr, sehr gut schmecken wird. Und ja, komm rauf jetzt. Das ist jetzt das Ergebnis, nicht schlecht. Und ich glaube, ich werde aus dem Rest vom Eistee ein Misch-Eis-Slush-Eis machen mit verschiedenen Getränkeresten. Falls dich das interessiert, schaue gerne auf meinem Kanal vorbei. Da wirst du sicherlich das Video finden, falls ich es zu diesem Zeitpunkt schon veröffentlicht habe. Jawohl, Premix ist drauf. Dann vermischen wir jetzt die ganze Geschichte. Alles schön durcheinander bringen. Und was ich auch immer gerne mache, auch wenn es von der Körnung her nicht nötig ist, ich verstampfe gerne wieder. Und zwar habe ich das Gefühl, mir kommt es zumindest vor, dass wenn ich, auch wenn nur Eistee drinnen ist und ich das verstampfe, dass sich das mit dem Premix irgendwie besser verbindet. Und deshalb mache ich auch immer die Stampfarbeit. Jawohl. Langsam kriegt auch der Premix die richtige Konsistenz. Das wird eine sehr, sehr leckere Eisrollengeschichte. Da freue ich mich schon. Weil vom Geruch ist der Eistee mal richtig gut gewesen. Und wenn der jetzt auch noch richtig gut schmeckt, dann bin ich sehr zufrieden. Und weiter ein bisschen verstampfen. Und wieder alles zusammengeben. Ja, das ist jetzt mal das Ergebnis. Und dann legen wir los mit dem Ausrollen. Ausrollen. Was rede ich daher? Zuerst mal mit dem Ausstreichen. Ja, das streicht richtig, richtig gut. Hier noch die Ecke unten, dass wir schön eine große Portion an Eisrollen vom Eistee mit dem Julian Bam zusammenbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr Julian Bam kennt. Er ist einer der größten YouTuber in Deutschland und ich weiß nicht, wie viele Follower er hatte oder hat. Auf jeden Fall habe ich den Eistee gesehen und mir gedacht, das ist eine tolle Idee, da mache ich jetzt herrliche Eisrollen draus. Hier noch ein bisschen verstreichen. Ja, das wird eine tolle Geschichte. Jetzt lege ich mal die Spachtel weg, gebe noch ein bisschen vom Eistee drüber, um den Geschmack noch ein bisschen zu verstärken. Hier noch rüber und da noch rüber. Das rinnt richtig gut. Da lege ich es noch ein bisschen mit der Spachtel. Ja, feine Sache. Das wird lecker. Und dann können wir lecker, lecker schon mit dem Ausrollen beginnen. Erste Rolle rollt schon einmal. Sehr, sehr gut. Schaut euch an, richtig schöne Rolle wird das.
Rolle Nummer 2. Jawohl. Die rollt auch eins A. Rolle Nummer 3. Das gibt wieder vier herrlich große Eisrollen und somit eine schöne Portion Ice Rolls Eis mit Eistee von Julien Bam. Dann das nächste. Apropos, das hier ist keine Werbung, möchte ich ja hier auch mal erwähnen. Ich habe den Tee nur gesehen und gekauft und mir gedacht, jetzt mache ich damit Eisrollen. Deshalb keine Werbung hier. Gut, Zange. Eisrolle Nummer 1 rein. Ups, die rutscht ja ganz schön. Eisrolle Nummer 2. Festhalten. Eisrolle Nummer 3 und Eisrolle Nummer 4. Bisschen zurechtrutschen, weil die rutschen ganz schön herum. Na, jetzt bleib schon. Die wollen nicht. Na, na, na. Egal. Dann bleibt ihr halt, wie ihr seid. Und dich lege ich oben drauf. Jawohl. Lösung geschafft. Geht doch. Dann, was gebe ich rein? Ein paar Schokostreusel, ein paar Kekse zuerst, zum dazu essen. Hier noch einen drauf. Na, jetzt geh weg. Dann die Streusel drüber. Das wird eine richtig feine Geschichte. Raus mit den Streuseln. Ich glaube, das reicht. Dann habe ich Deko vorbereitet. Voilà. Eine Eiswaffel rein. Bisschen was Optisches. Passend zum farblichen Akzent. Dekomaterial, das essbar ist. Eine Eisstange. Noch zwei Eisstangen rein. Ja, und das sieht doch schon richtig toll aus. Noch ein paar Streusel drüber, und zwar in Gold nehmen wir heute. Hier noch ein paar Streusel. Da noch ein paar Streusel. Wow. Finde, das sieht schon richtig toll aus. Ja, und das ist jetzt das Ergebnis. Et voilà!